graben uns einfach mal nach Norden durch. Was soll's. Irgendwann kommt man schon irgendwo an. Wie zum Beispiel... beim Labyrinth. Könntest du mal bitte aufhören damit? So viel zu... Ach, naja, wir müssen ja gar nicht heilen oder so. Eine Vitalität! Hat der es diesmal geschafft, mich zu verarschen? Mann, lieber mich und meine Kuh. Ganz Ding freilegen wäre auch mal ganz witzig, oder? Einfach, wenn man es kann. Kann es sein, dass ich den sogar von mir hatte? Schon so lange her. Hier geht's noch weiter. Können wir in Zukunft einfach drum rumlaufen? Und müssen da nicht mehr durch. Hat ja auch was. Und wir haben jede Menge Steinwände, die wir noch später verarbeiten können. So. Ah! Ich habe vergessen, dass sie hier noch rumlaufen. Oh. Ein Blattspringer. Schön. Ah! Kann ich auch. Denkst du, ich hab dich nicht gesehen da oben? So. So. Und dann haben wir hier schon wieder haufenweise Plunder, den wir nicht brauchen. Die hatten wir, glaube ich, schon. Das Gras brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Und die Federn haben wir auch genug. Wir müssen ja nicht mehr mitnehmen als nötig. Noch irgendein Plunder, den wir nicht brauchen? Nee. Okay. Noch mehr Gras. Da
Was tue ich hier eigentlich? Ich habe vergessen, dass man da draus die ganze Zeit nur Samen bekommt. Die brauchen wir ja nun überhaupt nicht. Und hier waren wir noch gar nicht. Wieso ist denn das Wasser hier so trüb? Oh, hier müssen wir unbedingt mal angeln. Hier gibt es bestimmt besondere Fische drin. Das heißt, Köder raus, Angelkram raus, boom. Welch seltene Schätze möge es hier wohl geben? Hallo? Beißen. Es gibt Schrottteile. Und dann angelt man hier in der Klärgrube oder sowas. Wundern würde mich das nicht. Was passiert, wenn man die miteinander verbindet? Wird das dann klar oder wird das dann trüb oder vermischt sich das dann? Oder vermischt sich das gar nicht? Was ist das denn? Ah, eine Pestmaske. Okay. Ich bin neugierig. Es tut mir leid. Wir probieren das jetzt aus. Oh. Das wird trüb. Tja, ein Ökosystem versaut. Ups. Oh. Hätte ich nicht gedacht, dass das geht. Ups. Ja, mein Ökosystem vergeigt. Uppala. Na gut, ist ja auch nicht das erste, ne? Ja. You see this murky dark water? This had been clear. As you can see, there are plants, colorful plants in this one. And I just connected them, and the clear water on this side got murky like this one. It looks a little different though. I wonder if there are any fish left, or if they are all dead now. Whoops. Natürlich beißen die jetzt wie die Blöden. Die wollen raus aus dem Wasser, ne? Was ist das? Ein Schimmelhai! Oh my god, no! It's a moldy shark! No, it's moldy! It's moldy water! The clear water got moldy now. Look. With multiple hats, probably. Or like the fish from The Simpsons with the three eyes. And of course the fish bite now. Because they want to get out of it. Poisonous fish? Oh my gosh. That doesn't look healthy at all. Ew. That was a moldy fish now. Whoa. Oh. Tasty pre-spiced. Bah! 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 Another moldy fish. Oh Gott, was habe ich nur getan? Deswegen sind die auch so leicht zu fangen. Die sind schon tot. Die Hälfte seines Körpers fehlt, aber irgendwie ist er trotzdem noch am Leben. Gruselig. Just spinach soup fish. I'm not really sure. It says half of its body is already missing, but it's still alive. Zombie fish. Bleh. Ein Schimmelhai! Oh Gott, ey, was habe ich nur getan? What have I done? Yeah.
Okay, wir müssen hier rüber. Wo sind meine Brücken? Da sind meine Brücken. Yes! Bäh. Irgendwas wollte ich gerade weghauen. Oder auch nicht. Also zur Not haben wir immer noch Schrott, den wir loswerden können, aber... Das ist so eine tolle Katze, ne? Oh! Wir haben Fernkampf gelevelt, das ist auch gut. Es ist so toll, dass hier so viele Schleime sind. Was hier nicht so toll ist, ist dieses hohe Gras. Aber naja. Hat auch was für sich, wir leveln hier ein bisschen. Oh. Das brauchen wir nicht. Von den Ködern haben wir nicht mehr so viele, das macht aber nichts. Wenn die Köder leer sind, dann können wir nach Hause gehen oder so. Mal gucken. Ich hab doch... Das hatten wir schon. Den Hort brauchen wir nicht. Ein munteres Ei brauchen wir eigentlich auch nicht. Also ich würde es eigentlich am liebsten weghauen. Wir haben so schon sehr, sehr viel Kram, den wir nicht brauchen, wie das da. Wir müssen ja auch nicht alles an Opas verkaufen. Noch mehr Schrott. Was zum... Stardew Valley, Spring. It's a big world outside. Hatten wir das nicht schon? Wir hatten irgendein Lied von Stardew Valley schon. Ich weiß noch nicht welches. Rückstoß von diesem Ding, ey. Da ist ein Käfer. Noch mehr Schrott. Weil wir noch nicht genug haben. Bin mal gespannt, was uns hier noch erwartet. Vielleicht finden wir ja doch nochmal eine untergegangene Zivilisation oder sowas. Immerhin finden wir ja auch schon wieder Kisten. Und jede Menge Giftschleim. Darauf habe ich so gehofft. Someone is half. Was only half hungry and threw half of it back? Any filters prepared from sand? What do you mean? What kind of filters? For the water that I polluted? Or what do you mean? I'm sorry, sometimes I'm just not very attentive to the chat. Then I wonder what you mean because I missed the point. For the water. I don't know if you can filter that. Yeah. I mean, it would be nice. But all we can do is take care to not pollute anymore. Yeah. Hey, wie es Ring? Hey, wie es Ring? Hey, wie es Dornharsch, Beinharsch, Ring? Fernkampf. Und Trefferchance. Mhm.
Ja, ist nett. Kann man haben, kann man machen. Tut mir leid, aber die Ocarina muss bleiben. Wir haben schon eine. Hier ist gut. Hier kann man so richtig gut leveln. Also Schleime sammeln. Jetzt haben wir schon zweimal Stardew Valley. Also ich nehme mal an, wir hatten die auch schon vorher. Nee, lass mich durch. Wir hatten ja schon diverse Noten. Und ich glaube, einmal Stardew Valley war schon dabei. Roboterarm, den wir nicht mehr mitnehmen können, weil ich habe keinen Platz mehr. Außer ich angel noch eine Runde. Noch 9-mal angeln und dann habe ich zumindest einen Köder weg. Ich kann nicht. Zick, zick, zick. Humans. Always polluting. Exactly. Exactly. We are always polluting. You know, when I was a kid, I founded a little club with my friends. Some kind of, yeah, what would you call it? Some kind of nature-y club. Where we would, I mean, we didn't do much. I was still a kid, I had no idea, and, I don't know, it was more like some play, but a little more seriousness to it. I don't know how to describe it. It was just like that, we collected trash in our perimeter, in our yards and stuff like that. Or just, I don't know, piled up the autumn leaves. Und wir haben das schon. Okay. Something like that. Or sometimes buried a dead animal when we found one. Most likely it were birds. Yeah, I don't know. Because I was very much into saving the environment and stuff. Those are essential for the survival of insects though. Which ones? What are you talking about? The leaves. Yes, for example. Or also for hedgehogs and stuff. But this was some kind of task one of the neighbors asked us. It was pretty nice. And yes, we collected all the trash. Even the nasty one. And yes, there were used condoms in our bushes. Blech. Thinking about it, it is very blech. Let's see, what can we cook? Was können wir mit diesen Fischen kochen? Oh my god. Yes, and we were kids, we had no idea. You do one better, okay. Do one better, come on. I dare you. Himmling ist heifelig. Eww.
Meeting vorbei. Ich bin dann mal ein bisschen spazieren. Vielleicht bis später. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Stream, einen schönen Tag. Gleichfalls, Helva. Mach dir erstmal den Kopf frei. War ein langes Meeting. Holy shit. Combo of used condoms and heroin needles. Wow. That's, verrottete Verfallfischbällchen. Oh mein Gott. Ew. Was haben wir denn hier nur eingesammelt? Und Helva, falls wir uns nicht wiedersehen heute, dann wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen schönen Nachmittag und ein schönes Wochenende in Erholsames. War ein bisschen ausufernd. Ja, ich merke schon. Und schön, dass du da warst und mach dir noch einen schönen Tag. Wir haben heute schon einen See verschmutzt hier und haben gammelige Fische gefunden. Verrottetes Fleischsteak. Ich meine, es hat was. Weil damit machen wir uns immun gegen Schimmelinfektionen. Das heißt also, wir können durch diese Schimmelbiome gehen, ohne dass wir langsamer werden. Nahkampfschaden für 5 Minuten, das ist auch irgendwie geil. Wow. Warte mal, für Ivy brauchten wir doch 50 oder 60? Ivy, 90. Never mind. Wir brauchen 90. Für Ivy brauchen wir 90. Hey, I just wanted to go on a walk. Infected Edition. Welcome to 7 Days to Core Keeper or something like that. Oh Mann. Okay, das können wir hier mal eintüdeln. Wir brauchen für alles, glaube ich, mehr Huhn. Beziehungsweise das hier ist ja eine kleine. Was haben wir hier in der großen? Ah, hier hatten wir die Sachen. Ah. Ich lass mal eben das Boot hier, ne? Außerdem habe ich den Karren vergessen. Ups. So. Den Karren habe ich versehentlich oben gelassen. Naja. Die Gleise lassen wir mal eben hier, aber die können wir dann auch damit reintun erstmal. Wir brauchen irgendwie noch eine Kiste zum Reisen. So eine Reisekiste, wo wir dann diesen ganzen Reisekram reinschmeißen. Falls wir den mal nicht brauchen. Und ja, es wird heute irgendwie, glaube ich, eine ziemliche Angelegenheit. Heute wird es eine fischige Angelegenheit. Oh Gott, was denn für ein dummer Wortwitz. Gefällt mir. Ich war halt neugierig. Wir hatten einen trüben See neben einem klaren See und ich dachte mir, was passiert, wenn man jetzt den trüben und den klaren See miteinander verbindet? Der klare See wurde trüb. Weil es sich bei den trüben Seen offensichtlich um Schimmelseen handelt. Ja. Wieder was gelernt. Ich hätte auch nicht, also ich finde das irre, was man hier so alles miteinander, ja, was man hier so für Auswirkungen insgesamt in dem Spiel hat. Ich meine, ich finde das so gut durchdacht, ja? Du kannst notfalls hier solche Schluchten kannst du mit Wasser füllen. Oder du kannst eben aus einem trüben See einen klaren, nee, umgekehrt, aus einem klaren See einen trüben See machen. Au! Ja, dass man eben, keine Ahnung, alles so verändern kann. Moment, das wollte ich mitnehmen. Das kann weg. Das kann weg. Davon haben wir erstmal noch genug. So, weiter geht's. Ich finde das wahnsinnig cool, dass man da so einen Einfluss auf die Umwelt hat auch. Hallo. Nehmen wir mit. Und gehen wieder nach Norden. Ich hätte gern noch ein bisschen mehr Schimmel. Quatsch. Giftschleim. Wir haben ja da oben eine richtig schöne Giftschleimkolonie gefunden. Jetzt ist hier natürlich alles giftig, ne? Bäh. Ih, guck mal.
Ew. Man sieht das noch auf der Karte. Man muss es ja erst noch aktualisieren. Das heißt, also hier oben wird jetzt erstmal alles trüb. Oh, der schöne See. Ich frage mich... Ich frage mich, ob das auf diese Ureinwohner hier auch einen Einfluss hat. Oder ob das dann einfach nur so bleibt. Ja. Wir wissen es noch nicht. Wir werden es rausfinden. Aber wo rausfinden? Erstmal finden wir die ganzen Erze raus aus der Erde. Man weiß nämlich nie, wozu man den ganzen Kram da braucht. Hier geht's nicht weiter, okay. Hallo Schmetterling. Noch ein Schmetterling. So viele Schmetterlinge. Wo muss ich jetzt eigentlich hin? Ich glaube, wir waren hier drüben, ne? Noch ein Schmetterling. Okay, sieht so komisch aus. So anders als die anderen. Hä, wo waren die? Ach, auf der anderen... Doch, auf der anderen Seite. Würde mich mal interessieren, ob wir noch ein paar alte Zivilisationen finden. Das wäre richtig spannend. Theoretisch hätten wir hier noch einen See, den man vergammeln lassen könnte. Wir müssen jetzt aber auch nicht alles vernichten. Macht das gerade Sinn, sich hier durchzuarbeiten? Ich weiß ja nicht. Ja, so eine Schimmelkolonie. Für die sind diese Schimmelfische ganz gut. Das kann weg. Viel Spannendes haben wir hier nie. Okay, das ist wieder ein etwas größeres Ding. Was ich aber auch eigentlich bräuchte, sind ja... Hallo, Roboterarm, den ich vorhin nicht mitnehmen konnte. Was? Eine Wildwächtermaske. Ich bezweifle, dass der neu ist. Da ist noch so eine Ivy-Kette. Also ein Ivy-Ring. Warte. Nee, doch. Wir haben den Ring. Wir brauchen den Wildwächtermaske. Die ist neu. Die ist wirklich neu. Hm? Oh, yes. Schleimparadies. Gib mich all den Schleim. Schleimt mich voll. Tut das bitte. Wow. Okay, vielleicht müssen wir einfach unsere Schleimfarm vergrößern, damit da mehr spawnen kann. Vielleicht ist unsere Schleimfarm einfach zu klein. Und deswegen spawnen da immer nur maximal so 4 bis 6. Und ja, Wildtiere, die brauchen Auslauf, ne? Brauchen artgerechte Haltung. Was haben wir hier? Noch mehr Schleime. Wow. Das ist noch mehr so ein Schimmelpilz-Ding. Will ich da hin? Weiß noch nicht. Jetzt mal reinkommen irgendwie. Ich will mich da auch nicht drum rumgraben. Dann gehe ich lieber weiter nach Norden. Und guck mich hier noch ein bisschen um. Der Weg des geringsten Widerstands und so, ne? Man kennt's.
So.